Guten Morgen. Warum lüge ich euch eigentlich an? Es ist überhaupt kein guter Morgen. Es ist ein unschöner, hässlicher, stürmiger Morgen in der Hansestadt Hamburg. Aber darum geht es uns nicht. Uns geht es heute um Kaffee. Guten arabischen Kaffee, den ich seit 7 Jahren, seitdem ich in diesem Land bin, suche und nicht finde. Und ja, ich war 14, als ich nach Deutschland gekommen bin. Aber es macht über. Also bei uns hat man Kaffee getrunken, schon mal, als man klein war. Das ist nicht euer Problem. Naja. Es ist wichtig, dass man sich die richtigen Bohnen aussucht. Ich habe immer noch nicht die richtigen Bohnen, aber ich versuche es weiter. So, ich nehme davon jetzt 4 bis 5 Löffeln, mache ich hier rein. Mein Kaffee mahle ich mittlerweile selbst, weil ich einfach keinen guten Kaffee finde. Also es ist ja, keine Ahnung, es gibt ja so viele Türken und Araber in Deutschland, aber keiner schafft es, meinen Geschmack an Kaffee zu treffen. Frag mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Was wir noch brauchen, ist Kardamom, was aber schon fast leer bei mir ist. Das heißt, ich muss heute wieder rausgehen und einkaufen bei dem ganzen Sturm. Habe ich Bock darauf? Bock? Nein. Habe ich Bock drauf? Nein, habe ich nicht. Aber egal. Ich muss es ja. Ich muss morgen auch noch überleben. Beziehungsweise heute Abend auch. Vielleicht habe ich heute Abend auch Bock, einen Kaffee zu trinken. Was geht euch das an? So, ich mache alles hier rauf und dann mahle ich das. Aber vielleicht bist du genauso faul wie ich. Oder du bist nicht faul, aber du hast Bock zu tanzen. Deswegen, du nimmst dir irgendwas Schweres. Anstatt jetzt die ganze Zeit darauf zu drücken, nimmst dir irgendwas Schweres. Machst es hier rauf. So, dann schaust du zwischendurch mal, hast du den richtigen Mahlgrad bekommen? Hast du nicht, machst wieder rein, machst wieder rauf, machst das wieder rauf. So, und jetzt müssten wir jetzt den richtigen Mahlgrad getroffen haben, wie ihr seht, weil uns das Ding da, dieses 2-3 Kilo schwere Ding da uns geholfen hat, haben wir es geschafft aufzuräumen. So machen wir jetzt einen arabischen Kaffee. Du nimmst das, was du gemahlen hast, machst es hier rein, dann. So, machst du machen. Dann brauchst du so etwa 250, 350 Milliliter. So, du machst Wasser hier rein. Bäm. Den Kaffee musst du auch erstmal auch rühren, damit der Kaffee da oben ist, auch nach unten geht und sich alles gut vermixt, das Wasser mit dem Kaffee, damit es gleich super schön. Du jetzt deinen ganzen Herd nicht dreckig machst, du musst aufpassen. So, siehst du, ich habe nicht aufgepasst, mein Kaffee ist jetzt auf dem Herd. Nachdem ich jetzt alles sauber gemacht habe, bevor meine Mama jetzt kommt und mich fertig macht, beziehungsweise unbedingt dafür, mache ich meinen Kaffee jetzt hier rein. Schau dir das an. Okay. Es ist noch nicht perfekt geworden. Ich habe immer noch nicht das perfekte Rezept dafür, aber ich versuche es immer weiter. Ich schreibe euch das Rezept in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung, sodass ihr, wenn ihr das selbst mahlen möchtet und selbst einen arabischen Kaffee trinken möchtet, ihr die Möglichkeit dazu habt. Lass uns mal zusammen probieren. Bismillah.